Die Notenbanken kaufen wieder massiv Gold. Ihre Goldkäufe sind letztes Jahr gestiegen um 150% auf 1136 Tonnen. Aber warum kaufen Notenbanken überhaupt Gold? Warum kaufen sie genau jetzt so viel Gold? Und was heißt es für den Dollar als Reservewährung und für seine Dominanz im globalen Finanzsystem? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Erinnern Sie sich noch an die Geschichte mit dem Gold der Deutschen Bundesbank? Die Deutsche Bundesbank, die hat die zweitgrößten Goldreserven der Welt, 3.400 Tonnen. Das meiste davon war aber gar nicht in Deutschland, sondern es war in England, in Frankreich und vor allem in den USA. Und so vor 10 Jahren, da ist dann mal die Frage hochgekommen: Hat die FED unser Gold eigentlich überhaupt noch? Oder hat sie das schon lang irgendwie verliehen oder verpfändet oder verkauft, was jetzt nicht so wahnsinnig wahrscheinlich war? Aber von der Bundesbank hat da ja nie jemand nachgeschaut, ob das Gold in den USA noch da ist. Und man hätte das schon abtun können als so eine Verschwörungsgeschichte. Aber ein paar Abgeordnete haben damals nachgebohrt und irgendwann auch mal der Bundesrechnungshof. Und der Haushaltsausschuss, der hat dann tatsächlich auch einen Bericht bekommen über das deutsche Gold in den USA. Und in diesem Bericht war dann aber das meiste geschwärzt. Und da war dann die Aufregung schon groß. Und die Bundesbank hat dann auch gesagt: Okay, wir holen einen Teil von unseren Goldreserven wieder heim ins Reich. Und das hat sie dann auch gemacht. Und 50% von den deutschen Goldreserven ungefähr, die lagern jetzt auch wieder in Deutschland. Was sagt uns das? Im Geldwesen ist es relativ egal, was wo wirklich da ist, solange alle glauben, dass es da ist. Und zweitens, die Notenbanken haben Goldreserven. Sie kaufen und sie horten Gold und zwar oft auch nicht zu knapp. Und das Thema wird jetzt auch wieder akut. Das ist eine Grafik aus der Financial Times. Die Goldkäufe der Notenbanken bzw. Käufe in dunkelblau, Verkäufe in hellblau, basierend auf den Daten vom World Gold Council in Tonnen. Die Notenbanken haben jahrelang vom Ende der 80er Jahre bis zur Finanzkrise eigentlich kein Interesse mehr gehabt an Gold. Gold braucht kein Mensch, das Thema ist durch. Seit der Finanzkrise wird aber netto wieder zugekauft. Und letztes Jahr sind die Käufe dann auch regelrecht durch die Decke gegangen. Das World Gold Council spricht von kolossalen Käufen. Es sagt zwar auch, dass das zum Teil auf Schätzungen beruht, weil nicht alle Notenbanken ihre Käufe immer melden, aber trotzdem kommen sie auf Goldkäufe von 1136 Tonnen, ein Anstieg zum Vorjahr um 150% und gleichzeitig der höchste Wert seit 1967. Und da muss man bedenken, dass wir 1967 ja noch indirekt goldgedeckte Währungen gehabt haben und dass man damals gleichzeitig aber gemerkt hat, dass dieses System knirscht und ein paar Jahre später war es damit dann ja auch vorbei. Aber durch die hohen Goldkäufe jetzt, dadurch ist die Notenbankennachfrage inzwischen ein wichtiger Teil der Goldgesamtnachfrage. Die sehen wir hier in der Grafik von Reuters seit 2011. Wir haben hier Juwelen, Schmuck, Barren, Münzen, Industrie. Da ist die Nachfrage überall relativ konstant, jetzt vielleicht abgesehen vom Corona-Jahr 2020. Das in dunkellila, das sind dann Zuflüsse und Abflüsse bei ETFs. Das schwankt, da gibt es auch manchmal Abflüsse. Und das Rote, das sind dann aber die Notenbankenkäufe. Und man sieht, das war letztes Jahr wirklich signifikant. Es waren fast 24% der physischen Gesamtnachfrage. Und war auch ein entscheidender Grund, dass diese Gesamtnachfrage eben letztes Jahr um 18% gestiegen ist. Das Angebot ist aber nur um 2% gestiegen. Damit war der Markt gut ausgeglichen dann und in einer sehr guten Verfassung.
Aber warum kaufen die Notenbanken überhaupt Gold, wenn man jetzt in Gold so eine Art Gegensatz zu Geld sieht? Also Gold versus Papiergeld. Dann klingt es ja ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet diejenigen, die ja einstehen sollen und die verantwortlich sind für den Wert von ihrem Geld, dass die sich gleichzeitig eindecken mit Gold, sozusagen hintenrum. Aber man muss es ein bisschen anders sehen. Notenbanken haben Reserven. Die haben sie für Notfälle oder Zeiten starker Marktschwankungen, damit ein Land eben auch in Krisen Transaktionen abwickeln kann, Ölkäufe zum Beispiel, und damit es seinen Verpflichtungen auch immer nachkommen kann. Reserven sind Puffer. Und Gold ist oft ein Teil von diesen Reserven. Es ist meistens nicht der größte Teil, das sind eher andere Währungen, die klassischen Reservewährungen, vor allem der Dollar. Und es ist zum Beispiel ja viel geredet worden über die hohen Goldkäufe in letzter Zeit von China. Die waren auch hoch, aber auch in China steht Gold nun für weniger als 5% der Gesamtreserven. Und Währungsreserven, die kriegt man auch dadurch, dass man zum Beispiel eine positive Handelsbilanz hat oder dass man hohe ausländische Kapitalzuflüsse hat. Man kriegt aber auch Währungsreserven, indem man die eigene Währung künstlich runterdrückt, wenn man zum Beispiel seinen Export jetzt fördern will oder sowas. Man wirft eigenes Geld auf den Markt und kauft sich dafür Dollar oder Dollaranleihen und bunkert die dann ein. Und so haben sich zum Beispiel Japan und China riesige Währungsreserven aufgebaut. Die größten Gläubiger der USA, das sind immer noch die japanische Notenbank und die chinesische Notenbank, was natürlich auch ein bisschen absurd ist. Und damit haben wir aber noch einen Grund, warum Notenbanken fremde Währungen kaufen oder warum sie Gold kaufen. Sie tun es, weil sie es können. Es ist ja genauso wie mit den Anleihekaufprogrammen. Notenbanken können ihr eigenes Geld in beliebiger Menge neu schaffen. Und damit können sie eben auch alles kaufen. Die japanische Notenbank zum Beispiel, die hat ja in der Spitze 77% von allen japanischen Aktien-ETFs aufgekauft. Und in der Eurokrise, da hieß es sogar auch mal, die EZB kauft jetzt auch alte Fahrräder. Ich habe meins damals nicht an die EZB verkauft. Aber mit den Reserven ist es natürlich ganz genauso. Und damit haben wir letzten Endes ein globales System, in dem jede Notenbank beliebig eigenes Geld schaffen kann und damit beliebig anderes Geld kaufen kann von anderen Notenbanken. Und das andere Geld, das sind aber dann jeweils die vermeintlich bombensicheren Reserven. Das einzige Korrektiv ist der Devisenmarkt. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis auch, aber man muss es sich schon ab und zu auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also warum nicht eben mit diesem selbstgeschöpften Geld auch mal ein paar Tonnen Gold kaufen? Es kostet ja nichts. Aber welche Notenbanken machen das? Es sind nicht alle. Es sind vor allem bestimmte Emerging Markets. Wir sehen es ja auch in der Grafik von Standard & Poor's mit IWF-Daten. Da haben wir übrigens nur die bestätigten Goldkäufe. Da sind die Zahlen anders. Die westlichen Notenbanken sind hier in Blau, die verkaufen jetzt kein Gold mehr, und die Schwellenländer, die sind in Orange, die kaufen jetzt aktiv zu. Und das waren letztes Jahr laut World Gold Council vor allem die Türkei, China, Ägypten, Indien, Länder aus dem Nahen Osten wie die Emirate und Katar und dann auch Irak und Usbekistan. Und das ist aber ein klares Signal, vor allem an den Dollar. Ich habe vor fast einem Jahr hier ein Video gemacht zu den Finanzsanktionen gegen Russland und was das für Folgen haben könnte. Hier haben wir es, neue Weltordnung stand da auch drauf. Das klingt immer ein bisschen dick aufgetragen. Aber es ging zum Beispiel um die These von Scholtan Poscha von Credit Suisse, dass das eben der Sargnagel war für die globale Dollardominanz. Der Westen hat ja Russland aus dem SWIFT-System rausgeschnitten und er hat 300 Milliarden Dollar an russischen Währungsreserven auch eingefroren. Das war ein großer Triumph erstmal für den Westen. Heißt aber gleichzeitig auch, dass alle anderen Länder jetzt eben auch wissen, das können die im Prinzip mit uns auch machen.
Falls Ihnen das Video damals nicht aufgefallen ist, das wäre Ihnen natürlich nicht passiert als Abonnent von meinem Kanal. Da kriegen Sie die nämlich angezeigt. Sie kriegen dann angezeigt, wenn neue Videos da sind und auch was für Videos da sind, indem Sie einfach auf die Glocke drücken. Und für mich ist es natürlich auch eine große Hilfe. Aber jedenfalls, ein Viertel der Weltbevölkerung lebt heute ja schon in Ländern, die von US-Sanktionen ja schon betroffen sind in irgendeiner Form. Also China, Russland, Iran, Nicaragua, Venezuela und so weiter. Diese Sanktionen könnten sich natürlich noch verschlimmern. Und zusätzlich gibt es eben auch viele Länder, die zum Beispiel im Ukraine-Krieg jetzt nicht eindeutig für den Westen Positionen bezogen haben. Mehr dazu auch im Video vom April. Und diese Nationen sind aber dennoch voll verankert nach wie vor im dollarbasierten Währungssystem. Und das kann natürlich jetzt schon heißen Erosion dieses Systems. Es gibt auch immer mehr Anzeichen dafür. Russland und der Iran zum Beispiel, die planen jetzt angeblich eine goldbesicherte Kryptowährung, ein Stablecoin zur Absicherung von ihren Transaktionen. Das überrascht einen jetzt nicht unbedingt, das wird das System auch noch ganz gut verkraften. Wir haben aber eben auch zum Beispiel das chinesische CIPS-Zahlungsabwicklungssystem auf Renminbi-Basis und über das werden inzwischen Transaktionen abgewickelt von 50 Milliarden Dollar pro Tag. Wir haben außerdem immer mehr bilaterale Vereinbarungen schon, zum Beispiel zwischen China und Brasilien. Die wollen ein Clearing-System aufsetzen für ihren Handel in Renminbi. Da geht es um ein Handelsvolumen von 170 Milliarden Dollar pro Jahr. Das gleiche ist geplant zwischen China, Kasachstan, Pakistan und Laos. Und dann gibt es die BRICS-Gruppe, also die großen Schwellenländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, zusammen 24% der globalen Wirtschaftsleistung. Die wollen einen gemeinsamen Währungskorb schaffen, bewusst auch als neue Reservewährung. Das Ganze wird angeführt von der neuen Entwicklungsbank der BRICS in Shanghai. Und die hat seit 2 Wochen übrigens eine neue Chefin, das ist Dilma Rousseff, die frühere Staatspräsidentin von Brasilien. Und nicht zu vergessen auch die Abkommen zwischen China und Saudi-Arabien zur Bezahlung von Öl, auch verstärkt in Renminbi. Und das natürlich auch vor dem Hintergrund, dass sich ja das Verhältnis zwischen Saudi-Arabien und den USA und eigentlich ja auch das Verhältnis zwischen der ganzen OPEC und den USA, dass sich das letztes Jahr ja auch deutlich verschlechtert hat. Alles Dinge, die die Dollar-Dominanz jetzt ankratzen. Sowas passiert natürlich nicht alles über Nacht, das sind alles langfristige Prozesse auch und noch ist der Dollar die wichtigste Reservewährung mit einem Anteil von 60% an den globalen Notenbankenreserven. Aber dieser Anteil geht jedes Jahr zurück inzwischen und wichtig sind da außerdem als Reservewährungen auch noch Euro, Pfund oder Yen. Aber auch der Renminbi kommt eben langsam. Da hat sich der Anteil die letzten Jahre auf 7% verdoppelt. Das heißt, die wirtschaftliche Dominanz der USA, die ist sowieso relativ gesehen schon zurückgegangen weltweit. Im globalen Finanzsystem, da ist diese Dominanz aber noch relativ hoch. Das hat sich entkoppelt, weil man sich natürlich jahrelang gesagt hat, warum ein System ändern, das gut funktioniert. Nur für viele Staaten funktioniert es jetzt eben nicht mehr so gut. Und der Euro und das Pfund, die sind auch nicht viel besser aus der Sicht von vielen Notenbanken mittlerweile. Und auch die chinesische Währung ist aber natürlich nicht perfekt. Und dadurch haben wir jetzt eben tatsächlich den Trend, dass viele Notenbanken ihre Reserven auch mit Gold auffüllen. Und interessanterweise eben auch gerade die Länder, die zum Westen in einer gewissen Distanz stehen, aber eben auch nicht nur. Gold war jetzt jahrzehntelang eine Anlage, wo es vor allem darum gegangen ist, wie stabil ist das Geld und wie glaubwürdig ist die westliche Geldpolitik. Und jetzt kommt aber eben offensichtlich noch was dazu, nämlich jetzt spielt eben Gold plötzlich auch wieder eine echte Rolle offenbar im globalen Finanzsystem als Notenbankenreserve, mangels Alternativen. Und das ist neu.
Und es spielt für den Goldpreis kurzfristig jetzt, glaube ich, keine große Rolle. Aber langfristig würde ich doch sagen, ist es für jeden Goldfan eine gute Nachricht. Und was lernen wir sonst noch draus? Wir lernen, es ist ein Riesenvorteil, ein Staat zu sein. Und darum auch mein nächstes Projekt hier, die eigene Staatsgründung. Dafür gibt es gute Anleitungen im Internet, das ist alles problemlos machbar. Ich fürchte nur, ich schaff's nicht ganz allein. Ich brauche dafür Ihre Hilfe. Weil wenn man einen eigenen Staat hat, dann braucht man natürlich auch so Sachen wie Briefmarken und man braucht eine Verfassung und einen Vertreter bei der UNO und Gefängnisse natürlich auch und so weiter. Und das ist ja jetzt kein Reichsbürgerprojekt oder sowas und mir geht es auch nicht um irgendwelche Nachtclubs und Casinos, die man dann betreiben kann, wobei wir das dann gern auch machen können. Aber mir geht es hier natürlich um die eigene Notenbank. Wenn wir die mal haben, dann können wir nämlich auch mal mit selbstgeschöpftem Geld tonnenweise Gold kaufen und Edelmetalle kaufen und Dollar und Renminbi, so viel wir wollen. Und wenn Sie wollen, auch gerne ETFs und alte Fahrräder. Ich freue mich schon drauf, wenn ich Sie hier demnächst begrüßen darf als meine schwerreichen Staatsbürger in ein paar Jahren bei meiner Krönungsmesse. Sie sehen schon, ich habe dafür jetzt auch was Nettes gebastelt. Aber klar, das Ganze ist natürlich exklusiv für Kanalabonnenten, das versteht sich ja von selbst. Also einfach noch Kanal abonnieren, dann auch auf die Glocke gehen und schon klingelt's in der Kasse. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.